Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Adventskalender-Unboxing für dich und zwar von dem Douglas Beauty Würfel Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wer sich fragt, ob ich mir wirklich alle Douglas Adventskalender gekauft habe, ja... Die kommen jetzt alle nach und nach hier online und ja, jetzt gerade drehe ich sie alle nacheinander ab, würde ich mal so sagen. Also beziehungsweise den Douglas großen normalen Adventskalender habe ich schon vor einer Weile abgedreht, genauso auch den Luxury. Und jetzt gerade habe ich die 4 Würfel neben mir stehen, die ich jetzt heute so abdrehe und die jetzt in den nächsten Tagen dann online kommen. Interessiert euch relativ wenig, aber gut, das hier ist der Beauty Adventskalender. Das heißt, hier haben wir sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik enthalten. Er kostet 29,99 € und ist somit 10 Euro günstiger als der Luxury Adventskalender. Ich bin sehr gespannt, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis sein wird, sprich, ob wir hier vielleicht ein höheres Preis-Leistungs-Verhältnis haben werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe den letztes Jahr auch schon aufgemacht mit euch zusammen und jetzt werde ich zuallererst das Ganze einmal vorbereiten. Das heißt, ich habe jetzt einmal das Schleifchen geöffnet. Jetzt muss man die ganzen Klebedinger öffnen. Ich meine, zum Verschenken ist es ganz nett, ne? Da hast du hier einen Würfel, kannst du da kompakt verschenken. Aber das dann jetzt erstmal auseinanderzukriegen, ist immer ein bisschen nervig. So schaut der Adventskalender dann ausgeklappt aus und ich finde, der erinnert uns auch sehr an den ganz großen Adventskalender, den wir hatten und auch an den Luxury Adventskalender. Es ist alles so auf Städte ausgerichtet. Wir haben hier erwachsene Personen abgebildet, also dementsprechend würde ich halt tatsächlich auch bei den Douglas Adventskalendern vermuten, dass es eher an die erwachsene Generation gerichtet ist und weniger an die Kinder. Ich meine, allein vom Preis her brauchen wir gar nicht drüber reden. Hier haben wir ein Kläppchen Adventskalender, was ich immer ein bisschen schade finde, weil den kannst du danach echt entsorgen. Letztes Jahr habe ich mir überlegt, ob es nicht cooler gewesen wäre, wenn ich einfach oben die Klappen aufgemacht hätte und das ganze Kram so rausgeholt hätte, weil es doch echt ein ganz schön krasser Kampf war, die einzelnen Kläppchen immer zu öffnen. Aber hey, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Wir machen das jetzt auf die ganz klassische Art und Weise und starten mit der Nummer 1. Die man erstmal suchen muss. Stimmt, ich erinnere mich, es war letztes Jahr auch genauso. Man musste immer erst ein bisschen suchen, bevor man die Kläppchen findet. Hier haben wir das erste Produkt drin und das ist ein Nourishing Lip Balm mit Shea Butter. Sammy ist übrigens auch am Start. ja, finde ich gut. Lippenpflege kann man gut gebrauchen, ne? Und wenn in einem Adventskalender, wo Pflege enthalten ist, auch ein Lippenprodukt mit bei ist, finde ich in Ordnung. Übrigens, ja, steht auch schon im Titel, ne? Es wird auch eine Verlosung geben. Was es zu gewinnen gibt, sage ich dir im Laufe des Videos und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox drin. So, die 2 habe ich hier schon gesehen. Es hat die Form eines Sponges, eines Make-up-Schwämmchens und es fühlt sich auch so an. Ich glaube, ja, den habe ich tatsächlich auch in einem anderen Adventskalender schon drin gehabt. Aber du, sowas ist nie weg, ne? Hiermit kommst du halt sehr gut an die etwas feineren Partien dran. Und hier kannst du wirklich Foundation mit auftragen, sehr grobflächig arbeiten oder cremige Texturen, ne? Ist eigentlich eine ganz gute Form, kannst auch gut festhalten. Nissemi, it is nice. Und da muss ich nur aufpassen, dass du mir die nicht wegfrisst. Die Nummer 3 haben wir hier oben. Dann Simmy ist ein elender Make-up-Schwämmchen. Dieb. Hier haben wir wieder Pflege. Das ist eine Maske. Eine Moisturizing Snow Mask. Ja, die hatten wir letztes Jahr auch drin. Hier sind 5 ml enthalten. Genau, das ist, soweit ich mich erinnern kann, auch eine sehr, sehr gute Maske. Und 5 ml. Damit kommst du auf jeden Fall für ein, zwei Anwendungen aus. Ne? Das ist eine ganz gute Sache. So, die Nummer 4. Haben wir hier und die ist ganz schön groß. Oh ja, schön, was für die Haare. Das ist ein Protein Repair Intensive Mask Almond and Shea. Das hatten wir letztes Jahr auch drin. Das habe ich verwendet und fand ich auch wirklich gut, soweit ich mich erinnern kann. Hat mir das ganz gut gefallen. Hier sind 20 ml enthalten. Also das dürfte bei mir... ja, für 2 Anwendungen reichen. Ne? Ich glaube, das ist sogar unterteilt. Ne, das ist nicht unterteilt. Reicht auf jeden Fall für 2 Anwendungen. 3 Minuten lässt es drin, dann kannst du es ausspülen. Easy peasy Sonnenschein finde ich total klasse. Also, ne, meine Haare sind halt echt lang, wie man sieht. Ja. Nummer 5. Das ist der Tag vor Nikolaus. Also, man sucht und sucht und hat hier oben dann das Kläppchen. Oh, oh, ich reiß ihn auf. Ich will ihn nicht aufpassen. Sammy versucht gerade von der anderen Seite ranzukommen.
Nee, das ist ja zugestellt. Da steht ein Adventskalender, Mausi. Das ist eine Ampulle und zwar Aquafocus, 1,5 Milliliter. Das finde ich ganz cool. Die mag ich leiden, ne? Das gibt halt Feuchtigkeit und ja. Douglas hat ja auch Ampullen im Sortiment. So, Nikolaus, die Nummer 6. Oh ja, die ist groß und die hat die Form einer Tube. Gucken wir mal, was da drin ist. Ah, okay. Das ist eine Handcreme. Das ist von der neuen Douglas-Kollektion, sage ich mal, weil es das neue Douglas-Logo hat. Home Spa Mystery of Hammam Indulge in Beauty Traditions mit Rose and Argan Oil, also mit Rose und Arganöl. Es ist eine Handcreme. Da sind 30 Milliliter in dieser Tube enthalten. Hatte ich auch schon mal dieses Jahr in meiner Hand, um das mal so zu sagen. Und die riecht auch echt gut, ne? Mag ich gerne, gerne, gerne leiden. Das ist schon eine schöne Sache. Eine Handcreme in der Nummer 6 ist natürlich jetzt ein bisschen öde, aber wir kommen damit klar. So, darüber haben wir die Nummer 7. Also es ist nicht darüber, weil die war ganz woanders, aber egal. Oh nein. Okay, herzlich willkommen. Wir haben das erste Füllmaterial. Ich weiß, das ist ein Reizprodukt für viele von euch, ne? Das ist ein Invisibobble. Ich persönlich trage immer solche Telefonkabel, Haargummi-Viecher. Hat den Adventskalender nicht zu suchen. So, Sammy, wir gehen jetzt mal zu der Nummer 8. Die ist hier. Und die ist lang und schmal. Ups. Ja. Einerseits Füllprodukt, andererseits praktisch. Es ist eine Pinzette, ne? Kannst du auch so nicht zu sagen. Finde ich eigentlich ganz gut. Bei uns verschwinden Pinzetten immer auf wundersame Art und Weise. Nein, im Prinzip, mein Freund macht Modellbau. Mein Freund nimmt die sich für irgendwelche Sachen, legt die irgendwo hin und dann sind sie einfach lost. Ne? Also die sieht eigentlich ganz gut aus, weil sie auch sehr, sehr spitz nach vorne zusammengeht. Ich denke, damit kann man auch sehr schön seine Augenbrauen zupfen. Ich denke, das ist auch ein Produkt, was ich mir einfach hier hinlegen werde. Und wenn ich dann halt hier am Schminken bin und mich irgendein Augenbrauenhaar triggert, dass ich das einfach mal wegzupfen kann. Mäuschen. Fröchen macht hier ein Unboxing. Ja. Sammy hat hinten nämlich auch noch Adventskalender stehen, ne? Er freut sich auch schon drauf, wenn er dran ist. Ja, ja, ja. So, Mausi, das war jetzt die Nummer 8, oder? Wo haben wir denn die Nummer 9? Die Nummer 9 haben wir hier oben. Okay. Das ist auch wieder von der Douglas Home Spa Reihe Joy of Light Lemon and Jasmin Energizing Body Lotion. Das ist eine 10 Milliliter Probe tatsächlich, ne, von einer Bodylotion. Ich weiß nicht, ob das überhaupt für meinen ganzen Körper reicht, aber hey. Ja, Jasmin ist voll mein Ding. Limone mag ich gar nicht vom Duft her, ne, aber zum Ausprobieren ist es okay, dass es mit drin ist, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt Hurra schreie über 10 Milliliter Bodylotion, muss ich gestehen. Jetzt kommen wir in den zweistelligen Bereich und öffnen hier die Nummer 10. Oh. Und hiermit habe ich den Adventskalender schon mal zerstört. Oh, ja, geil! Das hier ist ein Produkt, wenn es das ist, freue ich mich sehr. Das dürfte ein Parfümzerstäuber sein, denn ich hatte einen im letzten Douglas Adventskalender und den habe ich, weil ich so eine voll tolle Freundin bin, meinem Freund gegeben, weil er mal eins brauchte für seinen Modellbaukram halt. Und jetzt hätte ich theoretisch meinen eigenen wieder. Da mache ich nämlich gerne meinen Toner rein, um das dann eben über mein Gesicht zu sprühen. Und wenn das das ist, dann freue ich mich. Bitte sei das. Ja. Richtig, richtig geil. Da machst du einfach hier unten dein flüssiges Produkt rein und dann kannst du das auf dein Gesicht sprühen. Das finde ich toll, das gefällt mir. Das macht mich glücklich, auch wenn manche sich vielleicht darüber ärgern bei Füllprodukt. Aber ich finde das echt mega. Also, ne, ich feiere das. Kommen wir nun zur ersten Schnapszahl. Die Nummer 11 ist hier an der Seite und sie ist wieder sehr groß. Ja, das ist so schade, ne? Douglas lernt da auch einfach nicht. Die, ja, die Pappe ist immer noch scheiße und die Perforation ebenfalls. Das ist eine Lippenmaske von Douglas Essentials und zwar mit Apfelextrakt. Jo, das soll dir die Lippen schön machen. Ist doch nett, ne? Ich mag Masken. So, uff, Halbzeit, Leute. Die ist aber groß. Oh, passend zu der Lipmaske haben wir jetzt hier auch noch die Augenmaske. Biozellulose Moisturing Eye Patch mit Swiss Glacier Water and Prickly Pear. Also irgendwas mit Gletscherwasser und Pear. Oh, ich vergesse immer, was Pear heißt. Naja, auf jeden Fall ist das, um halt entsprechend die Augenpartie zu befeuchten. Und das macht man sich drauf. Kannst du halt zusammen mit der Lippenmaske machen, ne? Finde ich ganz witzig. So, das war die Halbzeit. Und dann gehen wir weiter zu der Nummer 13.
Also, ne, sieht echt nicht so mega hübsch aus, wenn du das so im Advent bei dir rumstehen hast. Aber hey, was soll das? Man tut, was man kann. Das sitzt jetzt hier etwas fester drin. Aber wir haben hier... Hä? Devil Eyes, das ist eine Mascara. Die hatte ich ja noch gar nicht von Douglas. Ich weiß nicht, ob die neu ist. Ich mag ja gerne die Douglas Mascara, ne? Ich habe ja auch die ganz, ganz neue und die gefällt mir enorm gut. Die ist wirklich, wirklich klasse. Devil Eyes sagt mir jetzt nichts. Es soll eine Volumen-Mascara sein. Und da bin ich einfach auch sehr gespannt, wie sie so sein wird. Lasse ich jetzt zu, weil da jetzt irgendwie die Sachen aufzureißen muss jetzt nicht sein. Das ist eine Full-Size, was ich schön finde. Ich finde es auch ganz witzig, dass du hier so diese Flammen dran hast. Übrigens auch so ein bisschen witzig, in einem Adventskalender, sprich zu einer sehr, sehr christlichen Zeit, eine Mascara drin zu haben, die Devil Eyes heißt. Lache ich mich schlapp, innerlich. Okay, das war die 13 und genau daneben an ist auch die Nummer 14. Machen wir hier mal auf, womit diese Seite komplett wäre, aber auch komplett zerstört. Oh, okay. Das hier ist ein Nail Corrector Pen, On the Go Corrector and Nail Polish Remover von Douglas. Ja, es ist alles von Douglas, Claudi. Ja, das ist ein praktisches Produkt und zwar, wenn du dir die Nägel lackierst, kannst du einfach damit drüber gehen und wenn du daneben gemalt hast, das wegmachen, glaube ich, ne? Also würde ich jetzt mal so sagen, weil wenn hier Remover draufsteht, dann macht es das auf jeden Fall weg und das erleichtert dann auch so ein bisschen das Nägellackieren. Finde ich ganz praktisch, also für mich auf jeden Fall. Und du hast hier hinten dran dann auch noch so drei Ersatz-Dings-Viecher da, ne? Diese Stifte, die man vorne reinsteckt, Minen, ich weiß es nicht, saugt sich ja mit diesem Nagellackentferner quasi voll, der in dem Produkt drin ist. Aber je nachdem, welche Farbe man verwendet, verfärbt sich das Teil ja auch irgendwann. Also von daher cool, dass auch drei Ersatzdinger mit bei sind. So, jetzt gehen wir mal zu der Nummer 15. Die ist hier und die ist ganz schön groß auch wieder. Ja, blöd, ne? Optisch gesehen echt fies. Okay, ja, das ist dann so eine Umfüllflasche. Da weiß ich jetzt nicht, wie ich persönlich das finden soll. Bin ja nicht so der Reisemensch. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man zum Beispiel jetzt nicht 20 Adventskalender aufmacht und dementsprechend auch sehr, sehr viele Mini-Größen da hat, dass es sehr, sehr praktisch ist, jetzt sowas im Adventskalender drin zu haben. Dass wenn man verreist und irgendwie ein Duschgel mitnehmen möchte oder so, das hier reinfüllen kann. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, ne, das dürfte dann ja irgendwie 50 Milliliter oder so sein oder 75, die hier so reinpassen. Deswegen ist es eigentlich ein praktisches Füllprodukt. Und das ist halt auch etwas, was du jetzt nicht überall irgendwo mit drin hast. Andererseits finde ich es irgendwie... Ja, nee, doch. Kann doch passen, oder? Weil Driving Home for Christmas und normalerweise reist man dann zu der Familie, alle kommen zusammen und für die... Feiertage, ne, nimmt man sich dann halt Produkte mit. Doch, das passt schon. Das passt schon. Das ist okay. Ich beschwere mich darüber nicht. Wir haben hier die Nummer 16. Die ist wieder so klein. Vielleicht haben wir hier wieder eine Ampulle drin. Du kriegst die Produkte hier übrigens relativ gut raus. Das war letztes Jahr echt schwer. Und zwar haben wir hier Clear Focus, 1,5 Milliliter in der Ampulle drin. Und die ist halt dafür, damit deine Haut gereinigt wird. Und das kann ich aktuell halt wirklich gut gebrauchen. Deswegen finde ich das toll, dass sie drin ist. 17. Die haben wir hier. Die obligatorische Nagelfeile in winzig klein. Ja, das musste sein, die muss mit rein, es ist okay. Es ist jetzt eine Woche vor Weihnachten, wir haben eine Nagelfeile gekriegt, na gut. Die Nummer 18 haben wir hier. Ach guck, das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, ganz, 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 ganz viel drin, oder? Häufig nicht. Das ist eine Badebombe. Ja, ich habe leider keine Badewanne, aber meine... Schwiegermama? Nein, meine Stiefmama quasi hat eine Badewanne. Meine Schwiegermama auch. Okay, das ist mit Cita Lasso, ein Bartfigger. Und die sind deutlich größer als letztes Jahr, ne? Oh, die riecht auch richtig gut. Und dieses Douglas Home Spa soll ja auch ein Duke sein zu diesen ganzen Rituals-Produkten. Deswegen eigentlich ganz cool. Riecht sehr, sehr angenehm. Schön aquatisch. Okay, das war die 18. Darüber ist die Nummer 19. Oh, wir haben wieder eine Maske hier mit bei. Und das ist eine Purifying Mask mit 12 Millilitern. Das ist also ja im Prinzip einfach eine reinigende Maske. Ne? Das reicht dir auch dann für 2-3 Anwendungen wahrscheinlich sogar. Was ein bisschen schwierig ist bei diesen Pöttchen, weil du kannst sie halt schlecht wieder verschließen. Aber ja, mach so ein bisschen Folie drüber oder so. Oder was auch immer du gerade so zur Hand hast. Dann kriegt man das auch wohl hin. Die Nummer 20, wir kommen jetzt in den 20er Bereich, befindet sich hier. Und das sieht nach einem Nagellack aus. Das ist doch bestimmt Nagellack. Ja,
Und was für eine Farbe. Nicht unbedingt meine Farbe, aber weiß ich nicht. Das ist so ein Matschfarben. Die Nummer 155 Concrete ist das. Finde ich sehr hässlich, muss ich gestehen. Also ich würde es mir jetzt so nicht auf die Nägel machen. Ist jetzt nicht so meine Welt, muss ich sagen. Nee. 21 haben wir daneben. Okay, wir haben die zweite Handcreme, oder? Hand Beauty Treatment Care Hydration Shea Butter. Ja, 20 Milliliter. Ne, das ist jetzt die zweite Handcreme. Na gut, dann haben wir halt eine zweite Handcreme. Riecht aber angenehm. Doch, die mag ich wohl leiden vom Duft her. 22 ist hier unten. Hier unten vor allem. Oh, ich den einfach kaputt machen muss. Okay, hier haben wir wieder dekorative Kosmetik, jedenfalls ein Tool dafür. Und zwar, der war festgeklebt, ist das ein Kabuki. Jo. Nett. Ist jetzt ein bisschen Kleber dran, den muss ich noch ein bisschen sauber machen. Aber der ist nicht weg, Mausi, ne? Der ist nicht weg. Nö, nö, nö. Dann die Nummer 23, die ist ganz schön groß. Sammy. Okay, wenn die Kläppchen so groß sind, heißt das nicht, dass da große Produkte drin sind. Weil das kann auch einfach sowas sein, was zusammengeklappt ist. Das dürfte auch eine Haarkur sein, oder? Schützende Maske, 20 ml Protecting Mask, Cranberries and Black Currant. Cares for and Revives Color. Okay, ja, koloriertes Haar habe ich nicht, aber 20 ml ist ganz nett. Beschwere ich mich nicht. Dann kommen wir jetzt mal zu Heiligabend, Sammy, ne? Weil ich müsste jetzt eigentlich alles aufhaben. Oh, das mag ich. Das mag ich. Mystery of Hammam, das ist eine Duftkerze. Die ist sehr klein, also eher so teelichtmäßig. Ne? Ich weiß nicht, wie viel da jetzt drin ist, aber das mag ich. Das riecht auch richtig, richtig gut. Mag ich gerne leiden. Das ist pink, das gefällt mir. Ja, relativ zerstört sieht jetzt dieser Adventskalender aus. Ich habe mir aber auch, um ehrlich zu sein, nicht die größte Mühe gegeben, den jetzt unbedingt heilen zu lassen. Ne? Ich habe mir mal wieder 5 Produkte ausgesucht, die du in diesem Video gewinnen kannst. Das ist einmal dieser kleine Beauty-Schwamm. Dann haben wir hier die Handcreme. Komm, Leute, obligatorisch die Nagelfeile. Und dann habe ich euch diese 2 mit reingepackt. Einmal die Lippenmaske und die Under-Eye-Patches. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich finde, der Adventskalender war ganz cool. Also wir haben natürlich ja auch 10 Euro weniger ausgegeben als für den Luxury-Adventskalender. Dementsprechend durfte auch werttechnisch 10 Euro weniger drin sein. Ja, also man wird hier wirklich von Kopf bis Fuß gepflegt. Man hat einen kleinen Hauch von dekorativer Kosmetik mit dabei. Man hat hier auch irgendwie sinnvolle Tools mit dabei. Bis auf den Invisi-Bobble fand ich das eigentlich ganz nett. Und deswegen hat mir das eigentlich, doch, das gefällt mir schon. Und ich glaube auch, dass wir einen ordentlichen Wert hier raus haben werden, weil die Douglas Eigenmarkenprodukte sind auch recht hochpreisig. Ich glaube, allein so eine Mascara kostet 15 Euro, ne? Das ist die Hälfte von dem Adventskalender vom Wert her. Von daher, mega, hat mir gut gefallen. Und ich hoffe, dir hat auch das Video gefallen. Und wenn dem so ist, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!